Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Jack's Turm, die Demo von Vogelfrei. Ja, wir sind die Derikus und haben Schiffbruch erlitten, sind jetzt auf irgendeiner komischen Insel, wo keiner weiß, was hier überhaupt so los ist. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, was wir jetzt machen können. Ich will bloß nochmal kurz speichern, nicht dass hier irgendwas schief geht, denn das wäre nicht so toll. Wir brauchen, um eine Fackel zu entzünden, noch einmal Marker sieht und den muss ich erst finden, damit ich dann im Turm die Fackel entzünden kann. Tja. Und bevor wir den nicht gefunden haben, dieses Zeug, würde ich sagen, wir gehen da unten nochmal weiter und schauen uns einfach mal an, ob wir hier nicht irgendwie da drüben vielleicht in diese Höhle reinkommen. Schauen wir mal, was er so dazu sagt, wenn wir hier rein wollen. Okay, das würde sogar gehen. Sollte man hier jetzt eine Fackel anzünden, oder? Kann ich das überhaupt? Wasserkrug. Ein ausgebauchtes Gefäß mit dünnem, engen Hals. Rohes Fleisch ist nicht zum Verzehr geeignet. Vorher soll es an Feuerstelle gebraten werden. Fackel, ein Stock, der mit brennbarem Material umwickelt ist. Okay, nee. Kann ich nicht verwenden. Aber hier ist eine Kiste, oder? Mhm. Vermoderter Schlüssel. Okay. Naja. Die Kiste ist leer. Leer, leer, leer. Oh, hier ist Zunder. Mensch, hier muss man aber auch auf alles gucken. Meine Güte. Gut. Habe ich vielleicht schon irgendwo diesen ominösen Markasit? Ist dem vielleicht schon irgendwo entgangen? Wäre alles möglich. Aber sieht nicht so aus. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und gucken wir nochmal hoch. Okay, vielleicht passt hier dieser Schlüssel. Ein zerfallener Schlüssel aus der Höhle bei dem überfallenen Bauernhaus. Ja. Nein. Doch. Doch. Das hat gefunzt. Cool. Okay. Cool. Der vermoderte Schlüssel passt hier in das Loch. Vergessene Schatzkarte. Dann brauchen wir doch nicht unsere Fähigkeiten zu skillen, die wir nicht skillen können, um hier reinzukommen. Das ist schön. Sowas ist für eine Demo immer schön. Kein Kommentar. Okay. Was war das jetzt für eine Schatzkarte? Eine vergessene Schatzkarte, die im überfallenen Bauernhaus nahe der alten Friedenskirche lag. Hm. Wo soll das sein, bitte? Hm. Ich check noch nicht ganz, was auf der Karte zu sehen ist, aber vielleicht finden wir das noch heraus. Eventuell. So. Genau, hier war weiter nichts. Dann gehen wir raus. Betrachten wir uns jetzt nochmal die Schatzkarte. Keine Ahnung. Die ist mir irgendwie zu ungenau. Da sehe ich nichts, aber vielleicht ist das auch ein Hinweis, den wir gleich noch gebrauchen können. Schauen wir mal hier runter. Oh. Noch mehr Diebe. Verflucht. Nun sitze ich hier wie ein Kno... Wie ein... Was? Nun sitze ich hier wie in einem kochenden Topf fest. Einem großen Topf, weil ich nicht mehr rauskomme. Ich muss einen anderen Weg finden, um aus diesem Wald hier wieder rauszukommen. Okay. So, also hier schon mal nicht. Dann, geht's hier noch unten? Ah ja. Hier geht's nicht weiter. Wenn der Herrgott mich nur als eine seiner Schafe sieht, dann lass mich bitte heute für ein getrenntes Schaf seiner Herde sein, welches er wieder einfängt. Was machen die da überhaupt? Vielleicht komme ich näher heran und kann hören, was sie sagen.
Naja. Ich denke, ich bin nah genug dran. Sie mich einfach mit auf... Was? Sie mich einfach mit auf ihr Zimmer nahm und was dann geschah, brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Ein Jungspund wie ihr will der Erretter aller Jungfrauen sein? Ihr erzählt gerne mal ein paar Geschichten, meh. Was heißt Geschichten? Das war mein Ernst. Ich war wirklich mit der Grafentochter auf ihrem Zimmer. Hört auf, ich kann nicht mehr. Ihr verspottet mich? Um Gottes Willen, Bursche, niemals werde ich euch verspotten. Immerhin wart ihr es, der als einziger Gesetzloser die Tochter des Grafen verführt hat. Glaubt mir oder glaubt mir nicht, ich weiß, was ich erlebt habe. Sie scheinen mich nicht bemerkt zu haben, ich könnte mich vorsichtig umschauen. Die Betonung liegt mal wieder auf vorsichtig. Niemals wart ihr... Oh, Dialoge. Cool. Oh boy. What? Okay. Das war cool. Das war extrem cool. Zum Teufel. Oh nein. So ist die Geschichte. Na gut, dass ich gespeichert habe. Hey, Autosave. Okay. Sushi, ich mag dich. Autosave ist immer cool. Alles klar. War da wer? Komisch, ich dachte, ich hätte was gehört. Extrem cool. Hey, eine Schaufel. Find ich cool, dass vor solchen Szenen, beziehungsweise vor solchen Aktionen wirklich, ein Autosave eingebaut wurde. Das ist was, was man selten sieht in solchen Spielen und was aber einfach cool ist, sagen wir es mal so. Okay, da oben, das können wir nicht nehmen und ich würde ihn jetzt auch nicht berühren, sonst, ja. Okay. Okay. Cool, cool, cool. Unterhalten die sich jetzt wieder, wenn ich runtergehe? Das sieht nicht so aus. Okay. Gut. Was gibt's hier so zu sehen? Okay. Ja, Marker sieht. Sehr schön, sehr schön. Kann man hier weitergehen? Kann man. Okay. Jetzt bin ich überfragt, ob ich erst in den Turm gehen soll oder mich hier erst umgucken. Das ist alles so spannend. Ah, ich glaube, das ist hier... Ja, da gibt's den Schatz. Okay, dann gehen wir zurück und gucken uns erst nochmal in Jacks Turm um. Oder in dem Turm, keine Ahnung, ob das Jacks Turm ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ja, dann können wir nach dem Schatz graben. Ach, ist das schön. So. Schubidubidu. Ich bin mir echt nicht sicher, wenn man den Dietrich hier wirklich kaputt macht, ob man dann irgendwie nochmal eine Möglichkeit hätte, einen zweiten Dietrich zu bekommen. Es sah mir nicht so aus, deswegen habe ich vorhin nochmal geladen. Aber das fände ich fair, wenn man da vielleicht dann wirklich nochmal, ja, zu den Dieben hingehen könnte und sich einfach nochmal einen Dietrich klauen kann. Das fände ich fair, aber okay. So, genau. Also wir brauchen einmal zwei Zunder, zweimal Kassit und einen Feuerstein. So, also, zweimal Kassit, zwei Zunder, ein Feuerstein. Pomp, yay! Da leuchtet die Fackel. Die Fackel brennt und befindet sich in einer Eisenhalterung. Die bekommt man nicht heraus. Kein Kommentar zu Skeletten? Okay.
Ein paar alte Flaschen auf einer Kiste, nichts, was von Wert sein könnte. Eine verstaubte Bierflasche, kein einziger Schluck mehr drin. Ein altes Teelicht, die Kerze ist bereits vollkommen runtergebrannt. Ein paar alte Fässer und Kisten, nichts, was von Wert sein könnte. Okay. Hier auch nichts weiter. Ein großes Schloss hängt an der Tür. Ohne den richtigen Schlüssel bekomme ich die nicht auf. Naja. Dann, Moment. Mir ist noch was eingefallen. Das sieht hier irgendwie so... Kann man das verschieben? Nee. Das sieht hier so aus, als könnte man das verschieben. Ah ja. Hier sind Spuren auf dem Boden. Scheint, als hätte jemand diesen Schrank hierher geschoben. Ich könnte ihn verschieben. Ach, ist das cool! Menschenskinder, diese Mechaniken. Ich dachte mir gerade aus dem Augenwinkel, da sind doch Spuren. Was ist hier nur los? Und es wäre jetzt unwahrscheinlich gewesen, wirklich zurückzulatschen und irgendwo, dass man vielleicht in dieser Schatzkiste dann einen Schlüssel findet. Das ist Käse. Eine Bodenluke mitten in einer kleinen Waldhütte? Das ist schon mehr als komisch. Ich sollte die Luke öffnen. Okay. Hier unten ist es noch dunkler, als ich dachte. Ich könnte diese alten Fackeln entzünden. Ah ja, hat er jetzt. Die Fackel hält nicht so lange, dass ich nochmal nach oben gehen sollte. Ah ja. Das heißt, bitte. Die Brücke scheint auch nicht mehr die Dienste zu erfüllen, die sie vor etlichen Jahren tat. Ich könnte über das Loch erstmal nicht. Wir bleiben erstmal hier. Oh, Textbox gebreakt. Okay. Gut. Das finde ich auch cool, dass man Fackeln entzünden kann. Ich spring. Sehr schön. Okay, hier sind wieder Knochen. Scheint ihn aber nicht zu interessieren. Wird die Fackel schlechter oder bilde ich mir das nur ein? Naja, ich glaube, das bilde ich mir echt nur ein. Nochmal rübergejumpt. So, hier entzündet. Okay. Was gibt's hier nur zu finden, Mensch? Ist ja mehr als merkwürdig hier. Ein unterirdisches Höhlensystem. Mitten in einer kleinen Waldhütte. Mysteriös. Überaus mysteriös. Aber ich finde diese Mechanik, Fackeln zu entzünden, sehr interessant. Und gelungen. Okay. Oh, what? Mäuse? Sieht mir so aus. Okay. Oh, what? Da sind Menschen. Ich denke, die Fackel brauche ich nicht mehr. Nein! Irgendwelche Gebeine. Es vermag mich nicht zu vermuten, um was es sich dabei handelt. Nichts weiter als ein alter, ausgelaugter Heusack. Darauf zu schlafen, muss echt grausam sein. Schädel? Wahrscheinlich ein leidenschaftlicher Jäger. Ja, in gewisser Hinsicht. Irgendwelche Gebeine. Wer sind Sie? Was in Gottes Namen? Was für ein abscheuliches Wesen? Sie lebt nicht mehr. Was für eine Sünde muss sie begangen haben, um hier unten so zu sterben? Wenn man bei so hellem Licht betrachtet, wirkt sie noch hässlicher. Wer hat ihr sowas angetan? Wobei, ich froh bin, so ein gräuliches Weib nicht am helllichten Tag zu sehen. Oh, what? Verfluchtes Weibstück, sie lebt! Durst! Was sprichst du da, Weibstück? Wasser, schafft es mir herbei! Wo soll ich etwas zu trinken herbekommen? Hier unten gibt es nichts außer Staub und Dreck. Wasser, verschaff mir Wasser. Ich bring dir nichts, Abscheulichkeit. Ich werde gehen. Du kannst mich nicht aufhalten. Du bist gefesselt. Der Höllengeist möge euch holen. Ihr werdet verdammt sein, eine schwache Frau verdurstet haben zu lassen. Ihr jagt mir keine Angst ein, Weib. Ihr hängt an Ketten und seid sicher nicht aus Herzensgüte hier zurückgelassen worden. Wahrscheinlich seid ihr das gefürchtete Böse. Das Böse.
Hab Mitleid mit einem alten, durstigen Weib, solange schmachte ich nach einem kalten Trunk. Okay, ich bringe euch Wasser. Keine Sorge, ihr werdet hier nicht verdursten, alte Frau. Neue Aufgabe. Besorge der Frau etwas zu trinken. Haben wir doch schon, oder? Wasser, ich kann es riechen. Wie auch immer. Ihr das könnt. Stimmt. Wasser riecht eigentlich nach nichts, ne? Und das war jetzt wahrscheinlich dieser Krug, den wir gefunden haben. Da scheint Wasser drin gewesen zu sein. Nun, Weib, seid ihr wohl zufrieden mit dem Krug Wasser? Fleisch, schafft es mir herbei. Wieso verlangt sie nicht gleich nach einem Festmahl mit frisch gefangenem Wildschwein und Wildschein? Wildschein und Bier. Aha. Schafft es mir herbei. Ihr verlangt viel dafür, dass ihr an Ketten in einem Kerker hängt. Ich werde verhungern, Herr. Lasst eine alte Frau nicht verhungern. Der Herr wird es euch danken. Ich hoffe, die Mühe lohnt sich und ihr werdet mir entgegenkommen, wenn ich euch weiterhelfe. Ihr werdet es nicht bereuen. Besorge etwas Fleisch für die Gefangene. Ich find's cool, dass dann auch die Quests, die erledigt sind, so durchgestrichen werden. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich will mehr Fleisch, bringt mir mehr. What? Okay. Bringt mir mehr. Na gut, mehr habe ich actually nicht, aber ich kann mal gucken, ob ich nicht irgendwo was auftreiben kann. Eventuell. Das ist natürlich doof, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. So ein Mist. Na gut, wir werden irgendwo was finden, sicherlich. Kann ich vielleicht jetzt in dem Haus nochmal mehr Fleisch mitnehmen oder so? Schlüsseltür bekomme ich nicht auf, bla. Warum wurde die alte Frau nur da unten zurückgelassen? Das ist immer wieder mehr als mysteriös, ganz ehrlich. Okay. Dann machen wir einen Save. Und schauen nochmal zu diesem Bauernhof. Vielleicht kann man dann noch mehr Fleisch jetzt mitnehmen. Auf einmal, einfach so. Möglicherweise. What? Ein Hase! Ach, Hase! Rohes Fleisch. Mehr ist hier nicht zu holen. Warum haben die Krähen den Hasen getötet? Nein! Der Hase. Ach, Mensch. Na gut. Soll uns recht sein, dann haben wir mehr Fleisch für die alte Frau, wenn der Hase stirbt. Aber es ist immerhin roh. Aber wenn sie rohes Fleisch mag, dann soll sie es haben. Das ist mir jetzt auch mal wurscht. So, ganzen Weg wieder zurücklatschen, weil es so schön ist. Brich dir nicht die Beine, Diderikus, ich sag's dir. Das wäre nicht ganz so gut. Wäre nicht von Vorteil, sagen wir es mal so. Naja, es geht. So weit ist der Weg gar nicht. Aber warum wurde die Alte hier unten angebunden? Das ist höchst merkwürdig, wirklich wahr. Fleisch, ich kann es riechen. Irgendwie vorhersehbar. Das stimmt. Nun, Weib, seid ihr wohl zufrieden mit dem Fleisch? Herr, ihr habt mir etwas zu trinken gebracht, ihr habt mir etwas zu essen gebracht. So lange bin ich hier unten gefangen und keiner vermochte es mir meinen Durst und meinen Hunger zu stillen. Weib, erzählt, wie seid ihr hier runtergekommen? Warum hängt ihr an Ketten? Ich möchte mich dankbar erweisen, mein Herr. Verbringt mit mir diese eine Nacht und morgen wird sich euch alles auftun, was ihr wissen wollt. Was? Ich soll... Befreit mich von den Ketten, so lange schon schneiden sie in mein Fleisch und keiner vermag mich zu befreien. Alle liefen davon, aber ihr, ich spüre es, seid anders. Ich denke... Mach mich los. Ich. What?
du Scheiße! Was ist passiert? Diese Hexe, sie hat mich verflucht. Ich muss sie finden, weit wird sie nicht gekommen sein. Hat er sie doch losgemacht, oder was? Oh Mann, das ist ja mal wieder typisch. Man will hilfsbereit sein und, ja, was kriegt man zum Dank? Nur Mist, ganz ehrlich. Finde die Hexe und stellt sie zur Rede. Kerker-Vibe. Das ist auch cool. Die Quests haben lustige Namen. So, wo kann die alte nur sein? Schauen wir mal, ob wir sie irgendwo finden können hier. So. Okay, ohne Schlüssel kommen wir hier nicht rein. Allerdings würde ich sagen, ich mache Schluss für heute und wir gucken mal, ob wir beim nächsten Mal hier bei Jack's Turm die alte Hexe finden können und schauen mal, wie es ansonsten so weitergeht. Ich bin der Arzt 105, bis dann und ciao, ciao.